Was sind deine Geschichten, beziehungsweise welche Geschichten wirst du später deinen Enkelkindern erzählen? Das ist eine Frage, die ich mich immer wieder gefragt habe und mir überlegt habe, ich fände es richtig geil, wenn ich später da sitze als alter Opa und meinen Enkelkindern coole Geschichten aus meinem Leben erzählen kann. Coole Flirtgeschichten, coole Frauengeschichten, coole Sexgeschichten, die ich erlebt habe und wo ich weiß, hey, dafür habe ich mich angestrengt, dafür habe ich ein bisschen gearbeitet, hatte richtig geile Zeiten, habe richtig verrückte Sachen mit Frauen erlebt und das kann ich jetzt meinen Kindern und meinen Enkelkindern mitgeben. Das war eine Sache, die zum Beispiel mich auch sehr motiviert hat, wenn das Thema Frauen ansprechen kam. Und da habe ich eine Frage an dich heute, nämlich, was sind denn deine Geschichten? Setz dich mal hin oder überleg mal und guck mal, hast du aktuell überhaupt Geschichten, wo du sagen würdest, darauf bin ich stolz, die zu erzählen. Und wenn du die nicht hast, wieso sorgst du dann nicht ab heute dafür, dass du endlich diese Geschichten in deinem eigenen Leben schreiben kannst? Das ist doch das Wichtigste. Ja, im Alter ist es so, du wirst wahrscheinlich weniger neue Sachen erleben und dann sind deine alten Erinnerungen, die Sachen, die du mal gemacht hast, noch mal wertvoller für dich. Deswegen guck, sieh zu, dass du jetzt geile Sachen erlebst, jetzt wo du jung bist. Vielleicht jung, meine meisten Zuschauer sind jung. Jetzt, wo du jung bist, jetzt, wo du noch Energie hast, jetzt, wo du noch alle möglichen Manövrierfähigkeiten hast. Du bist vielleicht noch nicht verheiratet, du hast vielleicht noch keine Kinder. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um einfach Erfahrungen zu machen. Geh raus, erleb geile Sachen mit Frauen. Und ja, das erfordert in den meisten Fällen von dir, dass du tatsächlich rausgehst, dass du Frauen ansprichst, dass du Frauen kennenlernst. Und wenn du nicht weißt, wie das funktioniert, kannst du auch gerne dich für ein Coaching bei mir bewerben. Erster Link in der Beschreibung. Worauf ich aber hinaus will, ist, lass dich davon motivieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du an deinem Lebensabend da sitzen möchtest und keine geilen Geschichten zu erzählen hast. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du nicht deinem Kind ein gutes Vorbild im Umgang mit Frauen sein möchtest. Denn wie willst du deinem Kind das Ganze beibringen, wenn du es selbst nie erfahren hast? Ja, wie soll dein Kind nicht eins der nächsten Scheidungsopfer werden, dass irgendeine Frau heiratet, die er gar nicht heiraten will, nur um sich dann 2 Jahre später wieder von ihr scheiden zu lassen, weil er nie erlebt hat, was man mit Frauen alles machen kann. Und glaub mir, ich habe die verrücktesten, krankesten Sachen erlebt mit Frauen. Einfach Geschichten, die, wenn ich sie anderen Männern erzähle, sie den Kopf schütteln und sich denken, nein, das passiert doch nicht. Sowas ist doch mit Frauen nicht möglich. Und ich sage dir, die krassesten Dinge sind möglich, wenn du anfängst, Frauen anzusprechen, wenn du anfängst, Frauen kennenzulernen. Und um dir das zu beweisen, weil ich will ja nicht einfach nur blöd rumreden, habe ich etwas gemacht. Und zwar habe ich ein neues Buch geschrieben. Ja, wer mich schon länger guckt, weiß, ich habe schon ein paar Amazon-Bestseller geschrieben, unter anderem die Zeus-Methode und der Zeus-Mann. Und jetzt habe ich das dritte Buch in dieser Reihe kreiert, nämlich die Zeus-Legenden, die verrücktesten Stories der Profi-Verführer. Ein Buch, das ich immer schon schreiben wollte, ein Buch voller verrückter Geschichten von mir, von meinen erfolgreichen Teilnehmern und von guten Freunden von mir, die auch gut mit Frauen sind. Und dieses Buch ist ab heute auf Amazon offiziell erhältlich als E-Book sowie Taschenbuch-Variante. Und jetzt kommt der Wind. Ich hoffe, das hört man nicht zu sehr. Im Mikrofon ist heute hier sehr windig. Den Link dazu, zu die Zeus-Legenden, da ist wieder Wind, oh, findest du in der Beschreibung. Zweiter Link, die Zeus-Legenden, die unglaublichen Stories der Profi-Verführer. Ab heute auf Amazon die verrücktesten Stories. Und genau aus diesen Stories, genau diese Stories waren es wert, dass ich mich mit der Sache auseinandergesetzt habe. Und wenn du merkst, hey, ich bin manchmal nicht so motiviert, was das Thema Frauen ansprechen angeht, oder ich habe da manchmal diesen Widerstand und kann noch nicht richtig durchbrechen, haben wir gestern drüber gesprochen. Wenn du nicht da warst, schau dir das Video gerne an. Dann besorg dir das Buch, lass dich von mir und den Geschichten meiner Teilnehmer, meiner Freunde und von mir selbst natürlich motivieren und lass mich dir die Augen dafür öffnen, was alles mit Frauen möglich ist, wenn du das Thema nur anpackst. Also, was sind deine Geschichten? Was kannst du aktuell für Geschichten erzählen? Was möchtest du gerne für Geschichten erzählen? Und wo liegt da die Diskrepanz? Ja, also, was musst du tun, um diese Geschichten zu erzählen? Lass dich von mir motivieren. Mein neues Buch, die Zeus-Legenden. Zweiter Link in der Beschreibung. Schreib mir auch in die Kommentare, was du in den folgenden Videos hier in dieser 30-Tage-Challenge an mich selber, könnte man sagen, sehen willst. Die nächste Challenge wird übrigens auch kommen, nämlich am Freitag. Da gibt es wieder die nächste Challenge. Ich habe schon darauf gewartet. Ich werde in den Kommentaren schon ungeduldig angefragt, wann denn die nächste Challenge rauskommt. Sie kommt am Freitag. Ich freue mich darauf, das mit euch anzugehen. Bis dahin, macht euch eine geile und erfolgreiche Woche. Wir sehen uns am Morgen wieder. Sehr gut ausgedrückt. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin einen geilen restlichen Tag. Ciao.